Leute, heute zeige ich euch, wie ihr diese Schwerter in Shadows of Evil bekommt. Und zwar müsst ihr gleich am Anfang mit diesem Bus, Schwebebahn oder whatever das auch ist, müsst ihr fahren und müsst bestimmte Symbole in den Fenstern erspähen. So, und zwar ihr braucht ein paar Pünktchen dafür, also ich würde sagen, ihr holt euch ein paar Punkte und dann, weil ihr pro Fahrt müsst ihr 500 sein und kauft euch dann den Weg auf zu dieser Bahn. Und sobald es grün leuchtet, ich habe sie gerufen, es hat wieder extra gekostet. Sobald es grün leuchtet, guckt ihr raus und seht, wie hier Fenster, die rot leuchten. Und da sind drei Symbole insgesamt versteckt. Also auf der einen Route sind es zwei, auf der anderen ist eine. Ihr könnt die Bahn nicht anhalten, also ihr müsst da schnell gucken und halt erspähen und euch halt dran erinnern, welche Symbole das sind. So, das war jetzt die eine Route, das waren hier zwei Stück. Und danach seht ihr da hinten den Hebel. Naja, hier seht ihr einmal das Schildchen, dass ihr mehrere Routen habt. Und ihr könnt hier einmal die Bahn ändern, dass durch die andere Route gefahren wird. Also ihr seht die Fragezeichen hier, ich denke, dass das Symbole sind. Zwei auf der einen Route und eins auf der anderen. Gut, das kommt drauf an, wie ihr fahrt. Auf jeden Fall müsst ihr es einmal ändern. Das geht natürlich nur, wenn es grün aufleuchtet. Wenn ihr das geändert habt, fährt die Bahn nämlich in die andere Richtung. Beziehungsweise an dem Kreuz fährt es woanders hin. So. Also wir haben jetzt die Richtung geändert, fahren nochmal. Und ich habe dann auf der anderen Seite nach rausgesehen. Es ist jetzt schwer zu sagen, guck rechts oder links raus, weil es kommt drauf an, wie ihr steht. Und hier in dem kleinen Ding ist dann das letzte Symbol. Und wenn ihr diese Symbole habt, müsst ihr runter in diesen Raum, wo Widow's Wine ist, im Untergrund. Also wie gesagt, ihr müsst jetzt runter in diesen Widow's Wine Room. Da gibt es hier drei so Rifts, also so Portale, die man öffnen kann. Und ihr braucht dann auf jeden Fall so ein Afterlife, also so ein Beast-Modus. Ich sage immer Afterlife wegen Mob of the Dead. geht einfach hier seitlich hin, geht in dieses Afterlife. Und jetzt seht ihr hier dieses Tor mit den Symbolen. Und die Symbole, die ihr gesehen habt, müsst ihr hier abschießen. Wenn ihr das richtig macht, öffnet sich dieses Tor und ihr seht die vier Schwerter dahinter. So, dann geht ihr da hin und das sind so kleine Eier. Diese Eier müsst ihr aufnehmen, also eins muss ein Spieler aufnehmen. Und die müssen dann in verschiedenen Oktopus-Statuen eingesetzt werden. Diese vier Oktopus-Statuen sind über die ganze Map verteilt. Das erste ist gleich auf der anderen Seite. Das war zuvor in der Box, in diesem Afterlife muss man einfach die Box aufschlagen. So, wenn man das eingesetzt hat, muss man ungefähr 10 Zombies dort herum killen und dann gehen die Seelen in dieses Ei und das wird sozusagen aufgeladen. Jeder Spieler kann das machen, also das sind vier Arme und jeder Spieler kann sich ein Ei holen und das einsetzen und das gleichzeitig mit aufladen. So kann auch jeder Spieler dann ein Schwert haben. So, also wie ihr seht, ich kill die und die Seelen gehen rein und irgendwann leuchtet das auf und ihr könnt es wieder aufnehmen. Sobald ihr es aufnehmen könnt, ist es aufgeladen. Davor könnt ihr es nicht aufnehmen, wenn ihr es einmal eingesetzt habt. Gut, dann geht ihr zur nächsten Location. Eine Location ist hier hinten bei, also wenn ihr die Tür aufmacht, auf der linken Seite gleich, ist hier einmal eine Location. Also überall, es gibt hier diese drei Türen, wo diese Perkflaschen davor sind und überall befindet sich eine von diesen Statuen. Die könnt ihr eigentlich nicht übersehen, das sind so große Boxen und die müsst ihr aufschlagen. Auf jeden Fall laden wir hier das Ei einmal auf. Und wenn das fertig ist, gehen wir zur nächsten Location. Ich würde euch empfehlen, das nicht allzu spät zu machen, weil ihr müsst in dieser Area halt stehen bleiben. Das ist halt das Problem. Und wenn ihr schlechte Waffen habt, keine Perks oder so, dann ist es schwer, da zu überleben. Ah ja, also hier seht ihr jetzt, wie ich diese Box aufschlag, weil da hatte ich es vergessen. Und sobald die offen ist, seht ihr ja diesen Oktopus, diese Oktopus-Statue. Hier oben die Area ist wahrscheinlich die am ätzendsten. kann ich fast nicht aussprechen, weil der Fenster-Spawn nicht zugehalten werden kann. Gut, dann haben wir das aufgefüllt und wir füllen dann hier noch das letzte auf. Und sobald das Ei dann aufgeladen ist, könnt ihr es aufnehmen, es leuchtet auf und ihr geht wieder hier unten hin, wo ihr es eingesetzt habt. Also wo ihr es vorher aufgenommen habt, Entschuldigung. Wenn ihr das aufgenommen habt und aufgeladen habt, einfach wieder hingehen, einsetzen und dann könnt ihr euch euer Schwert nehmen. Ich habe das hier nur mit Run machen müssen. Weil meine Spielkollegen meinten, sie müssen sterben. nee, ist nur Spaß. Ich habe es trotzdem mit Run hier gemacht, deswegen laufe ich einmal rundum. Und das Ei habe ich eingesetzt und jetzt, wenn ich nochmal hingehe, werdet ihr sehen, dass ich dieses Schwert aufnehmen kann. Das ist so ein Elementarschwert.
unten rechts seht ihr eine Anzeige, dass man das aufladen kann. Also man kann es die ganze Zeit benutzen, aber es muss sich immer wieder aufladen. Es gibt damit zwei Angriffe, einmal in den Boden und einmal kann man ganz normal damit schlagen. Dieses kann man auch noch upgraden und dazu gibt es dann ein extra Video. Also vielen Dank und bis dann!